Heute geht es um diesen wunderschönen Tower, den ich hier auf vorbereitet habe. Er besitzt insgesamt 9 Steckdosen, wie man sehen kann, und ein paar USB-Ports, 4 Stück an der Zahl, und ein Typ C, selber ohne USB, finde ich auch nice. Hier ist der Knopf zum Andrücken, An- und Ausdrücken. Wirkt jetzt ein bisschen, naja, aber ist okay. Das Kabel ist 2 Meter lang, also das Kabel, was hier hinführt, ist 2 Meter lang. Ich habe das mal auf den Tisch hingestellt. Wie man schon auf diesem Video sehen kann, habe ich hier ein paar Sachen vorbereitet, mit denen ich jetzt einfach mal das Ding ausprobieren will und einfach mal zeigen will, ob das funktioniert, was man damit machen kann und so weiter. So, machen wir das Gerät mal an. Dann fangen wir mal an. Wir haben jetzt hier ein wunderschönes Gerät. Ich stecke es mal hier rein in die Steckdose und der lädt direkt hinten. Kann man sehen, dass es leuchtet. Ich kann es auch nochmal deutlicher zeigen, indem ich den Scanner richtig reinige, den ich jeden Tag benutzen muss. So, dann haben wir hier ein Handy. So, dann haben wir hier ein Typ C-Kabel. Wir müssen direkt. Ach nee, halt, es geht dann umgedreht. Wir können erstmal nur den hier verwenden. Das geht erstmal nicht anders. So, stecken wir das hier rein. Und es steht auf. So, das stecke ich mal an die Seite. Dann haben wir hier auch einen PlayStation-Controller. Ach, was man hier nicht alles hat. So, man muss ein bisschen aufpassen jetzt. So, das haben wir auch. Und das können wir natürlich auch hier reinstecken. Einfach hier drunter. Zack. Und der lädt auch und sieht es jetzt nicht, weil ich habe ein Problem, weil der hat einen Wackelkontakt. Sieht man jetzt hier, er lädt. Er hat halt einen Wackelkontakt, also das darf jetzt sehen, wie es. Er macht sein eigenes Ding, also das ist ein bisschen problematisch. Nicht drauf weiter eingehen. Das ist leider halt problematisch. Der geht halt manchmal nicht, der will halt immer nicht so. Deswegen, ja, das ist ja halt ein Problem von dem Controller, nicht von dem Tower. So, dann haben wir hier. Geht's weiter. Es gibt auch diese Hype-Sachen, die man mittlerweile hat, die man auch hier reinstecken kann. Okay, das war glaube ich falsch herum. Oh Gott, ich krieg das nie hin. Ja, es muss richtig. Wartet mal. Nee, safe nicht. Das ist falsch herum. Der muss so rein. Ja, genau so. Obwohl das voll dumm ist, aber ja. So muss da rein, der zählt auch. So, dann haben wir hier noch ein Typ C-Kabel, mit dem man gerade aber nichts anfangen kann. Achso, ich könnte es auch anders machen. Das ist ja Mikro, also jetzt mal weg von dem Controller. Können wir ganz einfach hier, hier, um das zu zeigen. Der lädt. Also es liegt am Controller, dass der halt wirklich nicht. Okay, das packe ich mal weg. Der Controller will nicht. Soll nicht so sein. Ich hätte jetzt hier noch ein Kabel. Habe ich noch irgendein Gerät gerade zufälligerweise da, was Typ C? Ja, habe ich. Habe ich. Natürlich. Natürlich. Wir sind auch hier flexibel. Wir sind auch hier flexibel. So. Ja, das war schräg, ne? Ja. Okay. Zack, drinne. Wo ist das Kabel? Hier. Ja, das sieht schon ein bisschen nach einem Willy Willy aus, aber das ist jetzt nur. Und veranschauen, so. Der müsste jetzt auch. Ja, wow, tot, tote Hose in dem Gerät. Ja, gut. Die Konsole ist alle. So. Also, wie man sehen kann, ich habe jetzt abgesehen von dem Controller, Handy lädt, Powerbank lädt, eine Uhr lädt, die Konsole lädt und ich habe den Scanner an, den Haushaltspendel. Also. Im Prinzip, einige Sachen sind an. Ich habe jetzt fast alle USB-Ports verbraucht, aber den Typ C-Port. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt ein Kabel da von Typ C zu Typ C? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne das nur von USB zu. Also auf jeden Fall ist das ein Typ C-Anschluss, mit dem man direkt dran gehen kann. Aber ja, man kann allerdings nicht, also es gibt hier keine Funktion jetzt direkt. Wo man die Seiten ausschalten kann. Das hat die Funktion jetzt leider nicht. Aber es hat einen Kurzschluss- und Überspannungsschutz, hat das Gerät laut Hersteller. Das finde ich natürlich gut. Somit kann das Ding nicht so schlecht kaputt gehen. Und. So. Ja, was kann ich sonst dazu sagen? Schwierig. Ich habe jetzt ein paar Sachen hingelegt. Natürlich ist er dafür da, dass er ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann und nicht alles kunterbunt über einen Verteiler gehen muss und so weiter. Also man hat hier schon weniger Platz, da es in die Höhe geht.
kann man natürlich die Sachen auch ein bisschen besser hinlegen. Also man kann natürlich jetzt ein bisschen platzsparender arbeiten. Das ist der Vorteil daran, weil jetzt sieht es ein bisschen kuddelmuddel aus, weil ihr ein bisschen so alles auf den Tisch legt, aber das ist ja nur zu veranschaulichen. Man kann natürlich alles je nachdem ordentlicher hinlegen, aber je nachdem kann man mehrere Sachen gleichzeitig machen. Wenn man nur eine Steckdose hat, kann man hier bis zu 9 Steckdosengeräte einstecken, 4 USB und ein Typ C-Anschluss. Das heißt, man könnte bis zu 14 Sachen gleichzeitig laden mit einer Steckdose. Das finde ich gut dran. Das habe ich auch gebraucht, weil wer nervt das nicht, wenn man in dieser Ecke nur eine Steckdose hat? Und ich habe daneben, wie man sehen kann, ich habe da noch eine Lampe stehen, wie man hier leicht sehen kann. Da ist noch eine Lampe, die hier hochgeht. Also, das hier ist a Lamp, eine Lampe, die wir natürlich auch noch reinstecken. Warum auch nicht? So, dann wollen wir mal starten und yeah! Genau! Jetzt haben wir auch noch eine Lampe angemacht. Also, wie gesagt, es bringen einige Möglichkeiten das Gerät. Man kann mehrere Sachen gleichzeitig laden und das finde ich auch cool. Also, er wirkt auch sehr stabil. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, ist der Stecker hier. Der wackelt ein bisschen. Ist zwar okay noch, aber das wirkt ja, nicht direkt billig, aber also der Tower selber, man kann ihn normal anfassen, keine Probleme, man stirbt nicht dran. Man kann auch in die stecken, nein, das darf man nicht. Aber ja, egal. Alles lädt, es macht, was es soll. Ich bin zufrieden und jetzt heißt es Platz sparen.